Die Elemente schwerer als Eisen brauchen Energie zu ihrer Bildung, während die Elemente bis Eisen während ihrer Bildung durch Fusionsprozesse Energie freisetzen. Diese extra Energie zur Bildung schwerer Elemente kommt jetzt aus dem Beschuss existierender Elemente durch Neutronen. Das heißt, man hat hier ein Element und das wird jetzt mit Neutronen beschossen. Das kann jetzt in generell zweierlei Arten geschehen. Entweder das Element wird in rascher Abfolge durch Neutronen beschossen oder es wird in langsamer Abfolge durch Neutronen beschossen. Nach Supernova-Explosion zum Beispiel gibt es extrem viele Neutronen. Das heißt, es gibt eine rasche Abfolge von Neutronenbeschuss auf ein Element. In einem Stern können Elemente auch mit Neutronen beschossen werden. Das geht dann aber eher in einer langsamen Abfolge. Und deshalb unterscheidet man zwischen diesen beiden. Und diese rasche Abfolge, oder Rapid im Englischen, nennt man deshalb R-Prozess. Und bei der langsamen Abfolge des Beschusses, das geht dann Slow, das nennt man dann entsprechend S-Prozess. Wie funktioniert das jetzt im Detail? Und dazu schauen wir uns die Nuklidkarte an. In der Nuklidkarte, oder die Nuklidkarte ist die Systematik der Elementkerne. Auf der X-Achse ist hier die Anzahl der Isotope im Elementkern dargestellt, zunehmend in diese Richtung. Und auf der Y-Achse ist die Anzahl der Protonen in einem Kern dargestellt, zunehmend nach oben. Das heißt, die chemischen Elemente sind hier praktisch übereinander gestapelt. Und dann schauen wir uns hier jetzt mal beispielhaft Germanium an. Und diese Lücke hier, die ignorieren wir mal kurz für den Moment. Jetzt schauen wir uns ganz konkret Germanium-74 an. Wenn dieses Germanium-74 durch ein Neutron beschossen wird, das Neutron bleibt dann stecken in dem Germanium-74, wird dabei Germanium-75 produziert. Das Germanium-75, wie ihr zu erkennen ist, ist nicht stabil. Es zerfällt in Beta-minus unter Elektronenabgabe zu Arsen-75. So, ob das jetzt zu Arsen-75 zerfällt, hängt von zwei Faktoren ab. Zum einen, was ist die Halbwertszeit von Germanium-75? Ist sie kurz oder lang? Und zum anderen wird das Germanium-75 sehr schnell wieder von einem weiteren Neutron getroffen. Denn das Germanium-75 braucht ein weiteres Neutron, um Germanium-76 zu produzieren. Und das, wie gesagt, funktioniert nur, wenn entweder die Halbwertszeit sehr lang ist, sodass es halt lange vorhanden ist, oder wenn es sehr schnell wieder von einem Neutron getroffen wird. Jetzt sind generell die Halbwertszeiten dieser Elemente, dieser Isotope, ziemlich kurz. Das heißt, in der Regel zerfallen all diese Elemente hier in Türkis, aber auch die in Grün, zu all die Radioaktiven, relativ schnell zu einem anderen Element. Meist in Minuten, vielleicht auch mal Stunden, Tage oder sowas, aber oftmals auch in Millisekunden. Das heißt, um hier das Germanium-76 zu erzeugen, braucht man eigentlich einen sehr häufigen Neutronenbeschuss. Das heißt, das Ganze muss also im R-Prozess stattfinden. Und dieses Germanium-76 ist deshalb, oder diese Elemente, wie gesagt, abhängig von der Halbwertszeit, die steht jetzt hier gerade nicht, können dann diese Elemente wie dieses Germanium-76 hier nur im R-Prozess gebildet werden. Und deshalb sagt man auch, das sind reine R-Prozess-Nuklide, während die weiter hier vorne im R- und S-Prozess gebildet werden können. Es ist natürlich möglich, dass durch weiteren Neutronenbeschuss und Neutronenanlagerung all diese Nuklide hier erzeugt werden. Es wird natürlich zunehmend unwahrscheinlich, weil die auch immer wieder zerfallen zwischendurch. Vielleicht ist auch eins dabei mit so einer kurzen Halbwertszeit, dass man hier drüben fast nie ankommt. In jedem Fall, egal wie weit man kommt, zerfallen die alle. Das heißt, das hier zerfällt zum Beispiel zu Brom. Das hier zerfällt zum Beispiel zu Krypton. Und das hier zerfällt zum Beispiel vielleicht zu diesem Krypton 86. Das heißt, dieses Krypton 86 hier kann aus dem R-Prozess über diesen Weg erzeugt werden. Es kann aber auch durch einen R-Prozess über diesen Weg hier erzeugt werden. Also dieses Krypton, das gleiche gilt natürlich für das Germanium, ja, das könnte ja auch hier irgendwie so erzeugt werden. Also diese reinen R-Prozess-Nuklide können über diese unterschiedlichen Wege hier erzeugt werden. Wenn es reine sind, vielleicht auch teilweise noch ein bisschen S-Prozess dabei. Aber insgesamt kommt man eben über diese Wege hier, also immer Neutronenanlagerung und dann der Zerfall, kommt man zu all diesen stabilen Elementen hier. Und damit kann man über SNR-Prozess die Bildung all dieser schweren Elemente erklären. Kurz noch zu dieser Lücke, die muss jetzt fürs Germanium kein großes Problem sein, auch nicht, ob es R- und S-Prozess ist, denn wenn 70 Germanium hier durch einen
S-Prozess dieses Germanium hier erzeugt, dann zerfällt das in diese Richtung zu diesem Gallium. Durch einen vielleicht wieder S-Prozess geht es in diese Richtung, zerfällt er und dann erhält man dieses Germanium. Und durch weitere S-Prozesse kommt man hier rüber. Also das kann in dieser Weise hier durchaus funktionieren. Ja, ist immer noch die Frage, ob das hier auch, ob das hier erzeugt wird durch S-Prozess, dann müsste das hier erzeugt werden und dann müsste und so weiter. Man kann da viel rumspielen, was hier so funktioniert und kann da auch jede Menge Spaß mit den ganzen Sachen haben. Jetzt gibt es aber hier noch ein paar weitere Nuklide. Und zwar sowas wie dieses Krypton, dieses Strontium, dieses Molybden und so weiter. Alle, die so links liegen, diese vorgelagerten Inseln hier. Und die Frage ist, wie die entstehen. Denn offensichtlich können die nicht durch R- oder S-Prozesse entstehen. Denn die Zerfallsrichtung auf dieser Seite geht ja so. Durch einen Positronenzerfall. Das heißt, es geht nicht, dass aus diesem Selen hier irgendwie in die Richtung zum Beispiel das Krypton entsteht. Also das wird hier nicht funktionieren. Und wie diese Elemente, diese Isotope entstehen, ist bis heute noch nicht 100% geklärt. Man ging früher davon aus, dass das vielleicht durch Protonenanlagerung kommt. Das heißt, dass wenn wir uns mal Selen angucken hier, dass von diesem Selen ein Proton angelagert wird, dann wird natürlich das Brom hier zerfallen. Aber durch, wenn schnell nochmal ein Proton kommt, können dann hier das Krypton entstehen. Also zwei Protonenanlagerungen, dann kriegt man hier aus dem Selen das Krypton. Sowas in der Art stellt man sich vor, das gibt noch andere Prozesse. Weil man es früher so dachte, dass es durch Protonenanlagerung kommt, nennt man den Prozess auch P-Prozess. Und wie gesagt, werden heute auch andere Möglichkeiten vorgeschlagen, um diese vorgelagerten Inseln hier zu produzieren. Man fasst sie aber insgesamt unter dem P-Prozess zusammen, sodass man, wenn man von der Nukleosynthese dieser schweren Elemente spricht, immer diese R-, S- und P-Prozess meint. Zusätzlich ist es auch so, dass diese vorgelagerten Inseln, also alle diese Isotope hier, sehr selten sind. Also dieser Prozess muss natürlich stattfinden, wir haben diese Isotopia, aber es ist tatsächlich ein auch wirklich sehr seltener Prozess, der hier stattfindet. Und auf diese Weise funktioniert das Ganze, auf diese Weise werden dann all die schweren Elemente bis hin zu Thorium, Uran, Wismut und so weiter erzeugt. R-S- und P-Prozess, die Neutronen können dann in Sternen stehen, können nach einer Supernova entstehen oder sonst irgendwo. So funktioniert diese Nukleosynthese.